Ihr habt nichts verpasst. Es geht direkt weiter. So. Hier legt sich gerade mein Level 10. Auch so lustig, ne? Hier. Rufflagge vom Underlord. Der alte Lump. Greift er meine Einheit an? Oh, er tut ihn natürlich auch echt heilen, ne? Okay, wisst ihr was? Ich rufe dich zurück. Das hat keinen Zweck. Kann ich nicht zurückrufen, weil du nicht mein Refugium bist. Ey, wieder auch einfach. Wisst ihr was? Lecco mio, leck mich doch mal alle am Arsch. Wenn ich es mit allen nicht kaputt machen kann, dann mache ich mit allen. Nimmt das Ding überhaupt Schaden? Fragen wir mal so. Ja, es nimmt Schaden. So. Dann das ganze Mana. So, und zurück mit euch. Das Schlimme ist jetzt natürlich, die sind alle hier. Und ich kann sie nicht zurückrufen. So. Es gibt also nur eine Möglichkeit, ich rally sie woanders hin. Ja, wie meine Leute versuchen, das direkt umzucraften, ne? Lustig. So, wir rallyen meine Leute woanders hin. Die sollen bitte... Oh, schön, das haben sie eingenommen. Die sollen sich bitte hier die nächste Verteidigungsanlage sichern. Meine Leute konnten nämlich nicht weitermachen, weil sie hier einen Klingenlust-Weg hatten. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier alles wegzurallyen. Ach, was für eine geile Horde, ne? Dann klären wir mal den Bereich vernünftig. Nur so halbgares ist ja auch kacke. So, hier hatte ich 6 Plätze. Oh, was könnte ich denn mir noch bauen? Deine Diener werden attackiert. Ja, lass du angreifen. Ich meine, ganz ehrlich. Dafür sind sie da. Ja, ich weiß. Ich hab's endlich dran. So, bitte einmal hier unten die Verteidigungsanlagen weg. Jetzt kommen meine Minions auch rein. So, einmal hier oben hin. Da waren auch noch eine Ballista. Nö, wie gesagt, wir haben mittlerweile echt eine solide Kampfstärke, die sich blicken lässt. Ich frag mich nur gerade, warum sie so lange für eine Tür brauchen. So, hier wird gerade alles eingenommen. Das sieht gut aus. So, die Tür wird noch kaputt gemacht und danach wird hier die letzte Ballista auf jeden Fall ausgerottet. Ja. Ah, wir haben ein Artefakt of Experience identified. Natürlich weiß ich noch, wie man damit umgeht. Und wenn meine Leute hier endlich mal den Bereich einnehmen würden, könnte ich auch direkt hier die Weiterverbindung zu der Fläche machen. Gold habe ich mittlerweile echt genug. Diese Horde, ey. Apropos diese Horde, wir haben gerade ein bisschen Geld, ne? Mehr Chaos. Wir brauchen mehr Chaos. Mein inneres Gefühl sagt mir, wir haben noch nicht genug Dämonen. Das kann mich natürlich trügen, aber... Das bezweifle ich jetzt mal. Mehr Chaos. So. Machen wir hier Wohnflächen draus. Irgendwofür muss es ja gut sein. Auch sehr schön, dass das nicht überschreibt. Schön gemacht. So. Oh Gott, stellt sich aber auch kleinlich an hier. Hier läuft alles. Und hier wird alles eingenommen, ne? Sehr schön.
So, hier hatten wir nämlich noch ein weiteres Feld mit einem Portal, was wir annehmen werden. Und hier war auch irgendwo ein Artefakt, wie wir vorhin gesehen haben. Ihr hört immer dieses Kding, das kann ich auch. Ah, da. Ich glaube, hier kann ich sogar schon eine Brücke bauen. Oder? Ja, kann ich. Und hier dürfte ich es jetzt auch können. So. Wir könnten auch da jetzt reinmarschieren, aber das ist noch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir erkunden jetzt hier gerade nochmal außen rum. Okay, hier können wir nachher anscheinend einbrechen. Oh. Das ist natürlich äußerst praktisch, dass wir das gerade alles finden. Hier wird erstmal gerade alles weggeholzt. Ich habe 15 Arbeiter. Irgendwofür müssen die gut sein. Wenn nicht fürs Abholzen, wofür dann? So, ja, die können wir so lassen. Hier ist noch Gold. Weg, weg, weg. Ach, guck mal hier. Jackpot. Ist da irgendwo eine gegnerische Wand vorne? Ja, die beiden. So. Hier wird alles abgeholzt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Wehe, bringt mir nicht genug Gold nach Hause. Ihr Lümmelt. Das würde ich auch gerne abbauen. So. Oh, da. Sieh das, 43.000 und 11.000 werden mir gleich abgezogen. Ich sollte gerade einmal bei meinen Kultisten nachschauen. Hier habe ich ein Artefakt, was nicht identifiziert wurde. Meine Bauwerke sind sofort fertig. Ne, wo habe ich nicht noch irgendwo eine Bücherei gehabt? Ah ja, hier, genau. Hier haben wir ein Artefakt. Oh. Und mein Level. Sehr schön. Ich habe gedacht, wir hätten mittlerweile eins. Ach, Artifact of Joy. Alle Bauwerke sind sofort fertig. Nee, ich hätte gern irgendwie was Geileres. Geld. Obwohl, Geld hat es gerade echt gut reingekommen, ne? Durch das Abholzen. Gut, 15 Arbeiter ruppen natürlich, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Wie kein zweiter. So. Baby. Sehr schön. Die können auf jeden Fall jetzt alle rüber. So. Ja, hier komme ich noch nicht hin. So komme ich da hin. So. Jetzt müssten eigentlich meine Lümmels. Guckt euch an, wie schnell die sind. Es gibt nachher übrigens in den späteren Levels Rituale. Damit kann man dann Sachen bewirken, wie zum Beispiel alle von dir besetzten Gebiete. Wie gesagt, am Anfang werden die Mauern noch nicht verdichtet oder so. Werden sofort fertiggestellt. Das heißt, die Mauern sind verdichtet, der Bodenbelag ist eingenommen und, und. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Macht mir persönlich auch ziemlich Laune. Diesen Spruch benutze ich ziemlich häufig, wenn ich ehrlich bin. So, ich glaube, wir haben hier am Rand aber auch wirklich alles abgegrast, ne? Wir sollten uns gleich also auf den Großangriff vorbereiten. MWA watschen wir durch seine Tür. Aber wie wir festgestellt haben, ist das ein bisschen doof. Hier oben wurde mir lauthals verkündet, dass wir einen Schwachpunkt haben. Das heißt, hier werden wir uns auf jeden Fall nachher einmal einsprengen. So bescheuert das auch klingt. Aber es ist wirklich das Wortwörtliche. Was ist das? Zwei beständige Phantomarbeiter dabei. Phantomarbeiter sind immun gegen feindliche Angriffe. Sie arbeiten und bewegen sich unglaublich schnell. Können aber keine Felder oder Wände übernehmen oder angreifen, die im Besitz deiner Feinde sind.
Ja, nicht schlimm. Jetzt haben wir halt alle Arbeiter nur 15. Ach, die zählen nicht als Arbeiter, die zählen als Truppen. Ja, ist doch nicht schlimm. Hier, da sind sie, die beiden. Brauche eine größere Schatzkammer. Kein Problem, ich habe ja hier noch ein paar Felder, wo ich mal gerade schnell eine Schatzkammer hindröhnen kann. Oh, immer her damit. Hier ist eine Schatzkammer. Hier kommt noch eine Dings hin. Ich finde das immer so lustig, diese kleinen Felder. Da können sie dann mal ihre Häuschen drauf errichten. Hier wäre eine ganz schön große Schatzkammer. Das wäre sehr dekadent. Ich meine, wir sind ein dekadenter Overlord. Herr des Dunkels. Aber nee, ganz so schlimm sind wir dann doch nicht. Ja, ja. Junge, ich knocke dich gleich aus. Schickt der Level 1er. Okay, ist ein Phantomarbeiter, aber trotzdem. So, warte mal. Ne? Also, wenn Gang, dann richtig, mein Freund. Hier wird direkt gegangbankt wird, ey. Von allen Seiten so. Alles klar, danke. Oh, er rallied. Ja, ist okay. Ich rallye sie hier oben hin. Geht mal alle weg da. Ich werde von dem Typen nur angegriffen hier. Der geht mir auf die Nüsse. Ja, ist das gut. So, wie sieht's hier aus? Ich bin dafür, wir tun jetzt hier eine, genau, eine Wühlmine hinsetzen. In der Zwischenzeit renne ich meine Leute noch ein bisschen weiter rechts, weil die hat doch einen recht imposanten Explosionsradius. Und wir werden immer noch gescannt, aber wie ihr seht, die Gebiete sind komplett erkundet. Das ist halt so krass hier auf der Karte. Ihr seht das nicht, weil es unter meiner Cam ist. Aber, was sich da bewegt, ey, Respekt. So, da ist noch ein weißer Fleck auf der Karte. Das kann ich nicht dulden. So. Hier. Meine Horde. Und da kommen immer noch welche, ne? So, das Ding ist gezündet. Und jetzt fallen sie ein. So, Leute. Angriff. Kein Stein bleibt auf den anderen. So krass, ne? Und darum mag ich diese Augen so sehr. Halt erstmal direkt. Er kann gar nicht so viel Blitze schmeißen, wie ich sie hier wegräume. Hier, meine Arbeiter, wie sie kommen. Nee, nee, lass mal. Hier, jetzt prügeln sie sich, ne? Mein Level 8 Arbeiter mit Level 1 Arbeiter. Ich könnte mich verurteilen. Könnten wir bitte mal gerade erst die Verteidigungsanlagen ausschalten? Danke. So. Lass ich doch nicht hier auf mir sitzen. Vor allem meine 15 Arbeiter. Wie sie anfangen hier direkt die Gebäude hier. Klack, 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 klack. Wird alles direkt vereinnahmt. Die tun sie aber teilweise angreifen. Sehr amüsant. So, Jungs, bitte einmal dahin. Schon geil. Wie fix die sind, ey. So, meine Freunde. Boah, die sind echt fix. Hier, klack, 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 klack. Eigentlich müsste einer direkt rein jetzt hier. Kann man aufnehmen. Zumindest ist das mein Gedankengang. Wie sie auch die Tür mittlerweile dermaßen schnell einreißen, ne? Hier. Na? Ach ne. Ja. Ein Arbeiter, okay. Du hast ein Portal entdeckt. Oh ja, da. Das ist aber auch relativ
klar, dass da eins ist. Alter, wie sie hier einfach alles niedermähen. Hier ist noch ein weißer Fleck. Sieht nach der Mauer aus. Ich bin nicht sicher. So, was macht meine Horde? Um mutigen Kriegern. Einmal alles niederwalzen. Hier, das wurde schon eingenommen. Nee, sie wehren sich noch. Seht ihr das? Hier, die tanzen jetzt um die Wette. Okay, hier ist das gegnerische Portal. Das muss ich zerstören. Weil der gegnerische Overlord hier den Schutzstein da beschützt. Jo, ich glaube auch, ganz ehrlich, mittlerweile, da dürfte nicht mehr allzu viel sein. Hier, komm. Darunter, verteilt euch ein bisschen. Meine Leute, hier, meine Imps sind sowas von zugange. Hier. Ich glaube, die kommen gar nicht hinterher, so viel einzunehmen, wie die platt machen. Jo. Goldschrein haben wir eingenommen hier. Was ist er denn? Goldschrein, Goldschrein, jetzt. Ach, den haben sie eingenommen. Ist ja, die sind gerade richtig fix. Das ist der Vorteil natürlich mit vielen Workern, aber ich hatte halt gerade einfach so viel Mana, dass ich gesagt habe, weißt du, oh, scheiß drauf. So, hier komme ich nicht rein. Hier muss ich die Wand wieder sprengen. So, was habe ich denn hier noch? Verteidigungsanlagen. Ist hier noch irgendetwas? Ja, ich nehme hier gerade alles ein, was echt nicht nied- und nagelfest ist. Hier, man sieht's richtig, wie schnell meine Leute sind hier mit einnehmen. Ich weiß gar nicht, wie die das so schnell einnehmen können. Ach so, weil ich jetzt hier das Ding eingenommen habe. Okay, den Kern. Darum gehört jetzt automatisch alles mir. Dann kann ich die Kollegen aber auch mittlerweile nach Hause schicken. Da ist ja nichts mehr, was dem Gegner gehört. Die fangen jetzt nur an, automatisch die Wände zu verdichten. Aber ich habe so viel Geld. Und da mir das jetzt alles gehört, geht das ganz schnell. Wir setzen hier noch eine schicke Wühlmine hin. Und dann geht das Ding in die Luft. Und dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. Jo. Also zumindest bin ich da sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Wie gesagt, mir macht es echt Laune. Es erinnert an das gute alte Dungeon Keeper, Leute. Und jeder, der damit Spaß hatte, ne? Ohne Scheiß, der wird es auch hier mit haben. Ich kann es... Ach komm, ich brauche nicht Rallyen. Ich hole mir einfach ein paar... Hier meine 15 Augen. Ja. Alle hin damit. Und die ruppen das Ding jetzt sowieso sowas von schnell weg. Ich finde so geil, meine Worker. Klack, 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 klack. Mit der Portfähigkeit. Ultra nice. Hier kommen ein paar Spinnen noch dazu. Dann geht's noch eine Runde schneller. Seht ihr? Ich stelle gerade fest, ich bin die ganze Zeit so und guck so, ja. Das war gut. Das war ein schönes Level. Da hat man mal wieder Zeit, sich voll auszudehnen. Ohne unter Druck zu geraten, eine große Armee aufzubauen und dann einfach rüber zu wälzen. Das ist ja auch so ein bisschen der Reiz, finde ich. Ne? Innerhalb 14 Minuten abschließen. So, und wie ihr seht, wir haben die ersten Welten vernichtet. Wir kümmern uns das nächste Mal hier rum. Ich würde sagen, wir machen hier heute Feierabend. Wir haben es nämlich kurz nach 10. Ich wollte bis 10 machen, haben eine halbe Stunde überzogen. Ist ja auch nicht schlimm. Freut sich YouTube, hat es ein bisschen längere Aufnahme. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Auch Fred und Leni für den Resub. Sorry, dass es immer noch nicht richtig funktioniert. Ich muss mich da nochmal dran setzen und schauen, wie es geht mit dem Auflisten und Aufleveln. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Morgen geht es mit Bioshock 3 weiter, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich 18 Uhr schaffe. Wenn ich es um 18 Uhr nicht schaffe, lasse ich euch noch eine Nachricht da, dann geht es aber spätestens um 19 Uhr los. Ne?
Morgen ist leider ein wichtiger Tag. Da könnte es unter Umständen werden, dass es ein bisschen später wird. Wie gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Euch einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut.